da ist der Fabian LP wieder zurück im RTS American Truck Simulator. Ich hatte schon wieder Mühe, habt ihr es gemerkt? So, wie viel Zeit haben wir denn? 4 Stunden. Ich könnte mal schnell umschauen. Wo sind wir hier? Bakersfield. Ich glaube. Ich bräuchte etwas Kürzeres. Ja, das ist ein sau schlechter Preis eigentlich. Ja, was ich versuchen könnte, wäre... Ach komm, das da wäre auch gut. Von da, darüber. Das könnten wir auch schaffen, oder? Aber 50 Minuten ist wieder mal sau knapp, um da hinzu... Ja, wir haben 1 Stunde 17 dahin. Das Ganze wieder mal vergessen. Ah. Also das mit der Zeitangabe, das gefällt mir nicht so ganz. Ach so, da steht es ja auch noch 5 Stunden. Weißt du was? Komm, wir gehen in die City. So. Das war ein bisschen abseits. Wir sind ja hier mittendrin eigentlich. Dann setze ich mich mal hier oben hin, da. So. Fahren wir da hin, gehen wir mal schnell tanken. Das ist ja sicher bald wieder nötig, oder? Noch 104, das heißt 50 haben wir verbraucht. Genau die 50 jetzt da. So. Ah. Alter, was rammt der mich weg? Hallo, geht's noch? So, sorry. Manchmal, irgendwie geht's mit mir durch. Ganz einfach. So. 55 ist das Maximum. Warum denn so wenig? Ich bin ja leer. Und der fährt noch langsamer, oder? Boah, gefährliches Überholmanöver. Hat aber keine Mittellinie, deshalb darf man ja das hier. Wenn wir schon mal hier sind, warum nicht, oder? Gut, und weiter geht's. Wie viel kostet mich das? 137, das ist ein Spottpreis eigentlich. Aber ja, wenn ich da wieder in die Wand reinfahre, ist es kein Spottpreis mehr. Aha. Okay, da gibt's noch Öl. Schön. Also die Fabriken sind einiges unterschiedlicher geworden. Die Straßen auch, wie man hier jetzt gerade wieder sieht, das ist so eine Hügelstraße, die ist auch schön. Hoch runter da. So. Ah, ja. Alter, zu dumm. Was stand da gerade vorhin? Irgendwas stand da von freien Fahrt. Keine Ahnung mehr. So. Oh ja, wir kommen in die Stadt rein. Besser ein bisschen langsamer. Hier ist ja die Arbeitsagentur. So, hier müssen wir leider abbiegen, oder dürfen wir, zum Händler hoch, nämlich. Petabit-Händler, okay.
Da schauen wir natürlich gleich mal rein. Wir haben ja das andere. So, gut. Kontostand ist 74.000, wir sind oberhalb. Juhui. So, hier geht es ja sicherlich rüber, oder? Ja, ja. Easy. So. Mal schauen, was der so hat. Der ist, hat er sicher offen, oder? Okay. Haben wir den nicht? Warte mal, was haben wir denn jetzt? Doch, wir haben genau den, oder? Mit dem KW hier vorne drauf. Nee, das ist ein anderer. Ah, der sieht genau gleich aus. Also irgendwie die LKWs, die sind noch nicht so... so wie ich sie gerne hätte. Okay, der sieht... ja, geht so. Das ist genau gleiche. Der ist geil. Der ist genau gleich. Einfach ein bisschen stärker. Naja. Und dass es dann auch nur 5 LKWs hat, ist natürlich schon... ja, fragt man sich, oder? So, dann stellen wir uns hier ab. Geht hier nicht? Nee, geht hier nicht. Okay. Ja, wo geht's denn? Da auf dem Parkplatz, oder wie? Nee, geht's auch nicht. Okay. Hä? Das muss ja da hinten sein. Verstehe ich jetzt nicht, warum es jetzt nicht geht. Wo muss ich denn hin? Da unten oder was? Hier ist ja ganz klar, ist hier ein Symbol. Na gut. Gehen wir halt weiter. Ja, er ist ja schon müde, ich komm ja. Können wir hier drüber fahren? Nur so eine interessante Frage. Ah, das waren Kreditraten, okay. Ja, geil, wir können hier rüberfahren. Gleich mal die Kreuzung abge... die Kreuzung umgangen. Okay, Kreditraten wurden gezahlt, das ist ja auch gut. Was? Ah. Da sind wir schon wieder bei 69.000. Ah. Gut, aber der Kredit geht runter. Es liegt alles an dem. Die Ursache ist der Kredit. Ganz einfach. So, wird's grün. Ja, wird's mal, hallo? Da wird's natürlich sofort grün. Und ich muss hier rüberfahren und da, die haben auch grün, ist klar. Ja, dann gehen wir doch mal hier rein. Gibt's hier Traktor? Ah, das ist eine Garage. Ah. FedEx fährt vorbei. Auto, aber das kann halten. Ah, ganz klar wieder mal. Es war kein Unfall, der ist in mich reingefahren. So. Nee, ich rechtfertige mich jetzt nicht mehr. Es ist so, wenn ich da reinfahre, dann bin ich halt gefahren. Ganz einfach. So. Aber es ist gerade grün. Bis ich da bin, ist es rot. Ich wette. Weil das Spiel meint es immer so mit mir. Ja, genau. Seht ihr? Genau. Ich hasse das. Wir gehen jetzt hier ins Motel und dann sind wir versorgt. Interessant, wo die Straße hingeht. Die geht nämlich nirgendwo hin. Gut. Können wir gleich hier parkieren oder nicht so? Ne,
Geht nicht gut. Ah, hier geht's dann wieder, okay. Gute Nacht zusammen. So, dann schon wieder Abend. Und dann schauen wir mal, was der Frachtmarkt heute so bietet. Wir sind jetzt hier, so. Das wäre natürlich ein schöner Auftrag. Ein Druckbehälter. Komm, wir nehmen den Traktor, ganz einfach, den muss ich jetzt nehmen. Der ist auch nicht weit von hier, als von dem her. Und es ist wieder grün, ihr müsst schauen, es ist schon gleich wieder rot, wenn ich komme. Nee, es bleibt grün, wow. So ein Glück. Gut, dafür bei der nächsten Kreuzung wahrscheinlich. Natürlich, da ist es schon wieder rot. Ah ja, und ich habe übrigens das Licht habe ich immer an. Damit wir nie gebüßt werden für kein Licht. Nur aus diesem Grund. Deshalb ist das Licht immer an. So. Und ich habe übrigens nie geschaut, ob die Audioaufnahme überhaupt gut ist. Also ob überhaupt die Musik nicht zu laut ist oder so. Wie immer, einfach mal spielen und schauen dann später. So, wie immer wieder ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja, wir kommen jetzt hier an und hier gibt's was Neues. Schön. Ein Pflug gibt's hier auch. Aha. Okay, aber der Preis ist also viel höher. Ein Traktor, 13 Tonnen, okay. Da steht noch mehr rum. Ah, da ist ein Pflug, okay. Da wäre der Pflug gewesen. Hier ist der Traktor. So, dann setz mal zurück hier. Den müssen wir natürlich sicher anbringen. Oder abliefern, besser gesagt. Am besten macht man das ja immer mit der Kamera, das haben wir ja gelernt. Da geht gar nie was schief. Nee. So, jetzt will ich mir den ein bisschen genauer anschauen. Was stand da schon wieder? Ah, jetzt habe ich hier gerade kein Licht auf der... Mich interessiert, was da auf der Haube steht. Genau, da steht dir John. Und dir ist noch anders geschrieben, dass sie ja nicht verklagt werden. Wo ist hier die Fahrbahn? Ah, hier. Also, ich bin irgendwie Fan von ihren Marken, die sie hier einfach kopiert haben. Wahrscheinlich alle. Wahrscheinlich erkennt man alle irgendwie wieder. Sie haben aber keine Rechte einholen wollen. Sie haben einfach den Namen ein bisschen abgeändert, den Schriftzug genau gleich gelassen, damit es so aussieht, wie wenn es der wäre. Und fertig. Ah ja, wir sind schon wieder zu schnell. Nein, jetzt noch was durch die Stadt durch. Da wird es schon wieder rot. Da kann ich auch langsam fahren hier, wie ich will. Nein! Und 4 km/h oder 5. Also die Polizei hier, die hasse ich. Jetzt, und jetzt ist genau grün. Ah. Und der kann natürlich wieder durchrasen, ist klar. Und ich nicht. Also jetzt biegt der... Also ich verstehe die... Hallo? Da war doch meine Spur.
den verstehe ich auch nicht da. Der bremst wieder die grauenhaft ab. So. Und jetzt sind wir alleine hier. Alle hinter uns gelassen, das ist gut. Burgers gibt's hier. Wie wir zum Beispiel schon das M gesehen haben, von McDonald's zum Beispiel. Also, wir haben ja schon zahlreiche Beispiele gehabt. Da die FedEx. Wie hieß jetzt die Post-Ed, glaube ich. Da die UPS, das war die UDS. Dann hier John Deere. Das hier heißt Deere John. Wir heißen ja auch, also unsere Firma heißt ja sogar John Deere. Oder Hans Hirsch besser gesagt. So. Es ist sicher, oder? Ja, natürlich. Blinker hätte ich auch noch gehabt. So, ist hier nicht 80, schade. Es geht auf, nach wohin gehen wir? Oakdale, aha. Fresco wollten wir auch mal hingehen. So, und wir sind bald wieder auf Strecke, wo wir noch nie waren. Ist hinten irgendwas beleuchtet? Nee, gar nicht. Interessiert auch keinen, oder? So, jetzt sind wir am... Weißt du was, jetzt rück mal C. So, jetzt fahren wir genauso schnell, wie wir dürfen. Mal schauen. Vielleicht wird es ja gleich mal erhöht. Vielleicht aber auch nicht, oder? Also es wird nicht erhöht anscheinend. Aber ist doch schade, die Route 99, die muss doch schneller gehen. Fresco, Santa Cruz. So. Und irgendwann muss ich da wieder eine Pause machen, weil... irgendwann hast du die Musik auch satt. So. Wir sind ja eigentlich vom YouTube-Talk sind wir schon lange abgekommen, weil ich gar keine Zeit habe, darüber ein bisschen zu, ja, ein bisschen eine Art diskutieren alleine. Es wäre natürlich schön, wenn ihr auch in den Kommentaren ein bisschen mitdiskutiert, wenn es ein Thema dazu hat. Diesmal gibt es gar keines, außer du fährst Scheiße. Das könnt ihr wenn schon noch reinschreiben. Da freue ich mich sehr darüber. So, und gleich, also es ist heute Samstagabend, 10 Uhr jetzt, also noch ganz normal. Und gleich um 12 Uhr wird Unravel the Game, der Full-Version, rauskommen. Und da werde ich natürlich sofort loslegen. Mit der Aufnahme, mal schauen, ob ich die Steuerung wieder hinkriege. War ja ein bisschen ein Debakel. So, und nächste Woche werde ich mir ein paar Tage frei nehmen, um mal YouTube aufzuarbeiten. Also sind noch ein paar Sachen, die da... Wie viel Prozent haben wir jetzt? 16. Immerhin schon, da sind wir jetzt auf neuer Strecke, wie man sieht. Mit unseren 55. Hast du gesehen, wir fahren genau 55 Streifenwagen, hä? Da oben geht noch eine fettere Straße durch, okay. Aber wir haben natürlich die Schnellstraße hier, keine Ahnung was da drüben ist. Ist das Fresco oder wie? Ah ja, da geht es jetzt raus nach Fresco. Also die, die Hunger haben, dürfen da rausgehen natürlich. Die anderen bleiben da.
Noch eine Viertelmeile. Interessant, wie es angeschrieben ist. Viertelmeile, ja. Wir gehen natürlich nicht raus. Komm, jetzt wird schneller, bitte. Ich schlafe langsam ein hier. Komm, wir rasen jetzt einfach ab hier. Auch wenn es nur noch 37 Miles sind, das ist nicht mehr gar nicht mal mehr so viel. Wir gehen jetzt Vollgas. Endspurt. Anscheinend ist es neu bei der Autobahn, denn wir sind ja jetzt immer noch auf der Autobahn, wie die Karte noch weitergeht, auch noch. Vor der Stadt und gerade nach der Autobahn. Ah ja, da sieht man es, hä? Gut, könnt auch mal so drücken. Ne, so sieht man es eben nicht, weil die Karte ist scheiße. Die ist auch scheiße, da sieht man nichts. Die ist gut, da siehst du ein bisschen, wenn du näher dran bist. Aber ja. Sie hätten ein paar Sachen anders machen können. Denn eigentlich, sie muss nur zwei neue Marken nehmen. In diesem Fall jetzt die beiden LKWs. Es gibt ja gar nicht mehr. Eigentlich, wenn es so ist, man hätte auch noch zwei, drei andere von früher nehmen können. Ein bisschen aufhübschen und das wäre es gewesen. Aber ja, wenn sie das nicht wollen. Und, ja, dann haben sie eine neue Umgebung geschaffen. Das Spiel hat sich auch vom Spielinhalt nicht gerade, also Oakdale erster Aufenthalt, okay. Vom Szenario her hat sich eigentlich gar nichts geändert. Es ist immer noch das gleiche Kredite, gleiche Bank, gleicher Ablauf. Und für das haben sie 4 Jahre gebraucht. Also ja, wenn sie schon 4 Jahre daran arbeiten, das weiß ich nicht. So, da gibt es auf die Farbe. Dass hier hinten noch ein Auto lang fährt, ist ja schon fast kriminell. So, wo ist das da? Da stehen wir so ab, komm. Geht schneller und dann kann ich auch die... geht schneller, fahre ich in den Graben rein hier. Gibt's doch nicht. Was ist das? Fischteich oder was? Das ist tatsächlich eine Fischfarm oder so. Und die haben neue Traktoren gekauft. Ja, und ich bin der Blödste und fahre falsch herum. Gut. Wieso fahre ich nicht geradeaus und dann darum? Wieso? Na gut, machen wir halt den schweren Weg. Oh. Echt mal, einfach wieder nur Profi. So, da rum. ~90 erreicht und jetzt so. Komm, das reicht, komm schon. Alter! Boah! Das ist ein Glück, dass der genau trifft. Ausgezeichnet! Hochwertige Fracht gibt auch noch was. Ja, da haben wir einiges bekommen. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!